Es gab heute Morgen wieder einen Lkw-Stau auf der rechten Fahrbahn. Infolgedessen ist ein Pkw-Fahrer in das Stauende hineingefahren, in den Lkw hinein. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwerst verletzt. Der Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Natürlich gab es infolgedessen ein größeres Stauaufkommen. Wir mussten teilweise die Autobahn sperren, beziehungsweise auch Verkehrsmaßnahmen zur Ableitung übernehmen.